senderfreies Salzwedel. Sehr schön. Schwierig, halt mal hoch, genau. Jawohl, wunderbar, danke. Das kenne ich, glaube ich, schon. Ja! Thank you.
muss immer von hinten nach vorne. Das ist Strecke. Da weißt du, was du gemacht hast. Das sehen wir ihn gleich. Kein Ende hier, was ist denn das? Ja, richtig so. Muss noch viel mehr werden, genau. Und da sind sie alle wieder, so ist das richtig. Ja, das gibt ein GEMA-Problem, egal. Wird eh nicht monetarisiert. Mir ist das egal, kommt ja keine Monetarisierung drauf. Vier Demo-Teilnehmer in Salzwedel. Zumindest vor mir. Vorne fast mehr Polizisten. So, Moment, ich gehe mal ein Stück vor, dann drehen wir uns mal um. Guck mal, was da so los ist. Huch! Was ist denn jetzt passiert? Nicht mehr. My body, my choice. Ja, liebe Freunde des gepflegten Miteinanders, des gepflegten Protestes, hier in Salzwedel geht richtig was ab. Also man sieht es hinter mir und vor mir geht es auch noch ein ganzes Stück weiter. Sehr viele Leute, die sich zusammenfinden zu den verschiedensten Themen aus, ich würde mal sagen, allen Ecken der Gesellschaft. Und ich möchte euch aufrufen, kommt raus, schließt euch an, macht mit. Für ein Miteinander, für Frieden. Dafür, dass wir auch in Zukunft frei leben können. Ihr seht, es werden immer mehr. Und es ist jetzt auch mal Zeit, Gesicht zu zeigen, so ganz nebenbei. Und ich werde mal. Bitte? Ich kann mal erzählen gehen, aber ich glaube, das ist ziemlich viel.
Also die Zählung würde auf ziemlich viel lauten. Ja, ja, klar. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt werden wir uns mal ein paar Gesprächspartner suchen, wer hier warum ist. Ja, erzähl mal, warum ist denn hier? Weil das, was unsere derzeitige Regierung macht, nicht mehr hinnehmbar ist. Richtig. So, das heißt, da müssen wir irgendwo mal was machen. Ja. Und wir können nicht nur schimpfen. Richtig. Wir müssen auch auf die Straße gehen und sagen, Leute, so geht es nicht mehr. Richtig. So, das ist der Grund. Sehr gut. Ihr hättet es nicht besser machen oder nicht schlechter machen können als die. Ja. Ja, ich finde auch wichtig, dass wir das miteinander fördern, dass wir uns nicht auseinander dividieren lassen und dass wir einfach wieder zusammenkommen und das im echten Leben und nicht nur und du, online. Und unsere Bevölkerung machen. Ja, genau. Für die Kinder. Ja, gerade für die Kinder und die Enkel und die Kinder. Ja. Richtig. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Jetzt lasse ich mich nach hinten zurückfallen. Ja, schaut mal hinter mir, was da los ist. Da braucht man nichts mehr zu sagen, oder? Reichlich voll hier. Ja, jetzt suchen wir mal nach weiteren Gesprächspartnern. Wer immer möchte, kann sagen, warum er hier ist. So, formuliert eure Forderungen. Jetzt gucken wir erstmal. Oh, das ist war nicht weit. Okay. Freies Salzwedel hat schon den nächsten Gesprächspartner gefunden. Warum bist du heute hier? Komm, erzähl. Rotfront, ne? Hier. Front2Front2, Industrial Music, ne? Ein bisschen Spaß und Geselligkeit. Ah ja. Also keine politischen Motive? Noch eigentlich nicht. Ach so, wir waren einfach langweilig und wollten spazieren gehen. Siehst du, wie ein buntes Häufchen wir sind hier heute, oder? Ja, ist doch super. Das ist genial. Ja, ich finde das genial, wirklich diese Buntheit, diese Menge. Electro-Industrial Rules. Okay. Oh, da oben steht Antifa, guck mal hier. Gegen Spaltung sehen wir da. Also gemeinsam gegen Spaltung, das ist ja ein Thema, da schließe ich mich dir immer an. Ja, schon ein paar Mal. So, der fragt dich nicht, warum du heute hier bist. Das ergibt sich von alleine. Ja, senderfreies Salzwedel heute hier mit ziemlich vielen Leuten unterwegs. Es wurde auch Zeit, nach einem halben Jahr mal einfach wieder zu berichten. Ja, wird auch Zeit. Ja, eben. Schönes Video möchte ich sehen. Denke ich auch mal. So, und da vorne müssen wir gleich mal ein bisschen lauter werden. Die sollen mal alle an die Fenster kommen. Mensch. So, was meinst du, wie viele sind es heute ungefähr? Ich weiß nicht, wo es 400 erreicht haben heute. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist mehr. Meinst du? Ja. 400, weiß ich nicht, sah irgendwie nach weniger aus. 600, 700? Irgendwie so in der Richtung. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, steht da oben. Dann müssen wir die Kamera drehen. Unsere Kinder brauchen unseren Mut, das finde ich ja total toll. Genauso muss das sein. Richtig. Ja, sehr bunte Mischung finde ich. Da ist alles dabei. Richtig so. Und auch von der Anzahl her, trotz sagen wir, miesen Wetter eigentlich. Und Queen-Begräbnis bitte. Auf allen Kanälen gibt es heute die Queen. Ja, das steht ja überall. Die Arme, die haben sie ja erstmal durch ganz England gekarrt. Ja. Also, ja. Mich würde mal interessieren, wie viele Berichterstatter da sind. Ich weiß, die ARD ist da, ZDF ist da, Phoenix ist da, RTL berichtet live. Alle mit 1500 Leute da sind. Keine Ahnung. Ich habe nur gehört, Biden ist mit seiner gepanzerten Limousine gekommen und Frank-Walter Steinmeier musste Bus fahren. Der ist mit Trudeau im Bus gekommen. Und ich glaube, der japanische König und Macron dürfen mit ihrer eigenen Limousine vorfahren. Das ist auch schon wieder tiefblickend. Naja, aber mal schauen. So, da oben sind sie an den Fenstern. Ja, schön, es muss wieder mehr werden. Und das am besten vorm Winter. Im Winter ist das mit dem Film auch doof. Da ist immer dunkel. Ja. Ja, ich bin ja da, weil ich so ein bisschen das Miteinander fördern will. Gerade diese ganze Spaltung, die muss man ein Ende haben. Du hast das auch gut gesagt. Ja, ja. An! Schließt euch 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 an!
alle eine Stimme haben, ist der Spuk vorbei. Ja. Und genau in dem Moment ist der Spuk vorbei. Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich verspreche jedem Angriff auf die Freiheit
und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen.